Hallo, herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dingisbühl. Heute habe ich ein mal komplett anderes Video. Ich habe ein Fahrzeug da, einen Marco Polo V-Klasse und der steht schlichtweg zum Verkauf. Ein guter Kunde von uns möchte das Fahrzeug nicht mehr in seiner Obhut wissen, weil Lebensveränderungen und so weiter. Und ist ein ganz tolles Fahrzeug, gut gepflegt. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal näher bringen, um vielleicht habt ihr Interesse, dieses Schnäppchen mal näher zu begutachten. Steht hier, kann angeschaut werden. Man kann auch eine kleine Runde Probe fahren. Alles ist möglich. Meldet euch einfach und wenn ihr Interesse habt an dem Auto. Wir gehen aber jetzt sofort mal raus und dann zeige ich euch das. Also, los geht's. So, hier sind wir im Marco Polo. Ich habe einen kleinen Spickzettel und versuche euch einfach mal näher zu bringen, was das Fahrzeug alles hat. Mal zu den Grundbasics. Das Fahrzeug ist Erstzulassung 2021, 7/2021, hat circa 50.000 Kilometer auf der Uhr. Ich nehme euch mal auf die Hand, weil dann kann ich euch dabei das Fahrzeug auch schon mal etwas näher bringen. Es hat circa 50.000 Kilometer, ist natürlich ein Diesel, schaut sehr stylisch aus da vorne, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert. Mercedes macht hier schon tolle Geschichten, ne? Also es schaut schon richtig klasse aus. Cockpit mit, ich kann es euch gar nicht alles wiedergeben, ich glaube, Navigation und alles, was dazugehört, ist hier natürlich dabei. Oben haben wir das Hubdach hier oben, da kann man oben schlafen, ist natürlich das Bett. Dann haben wir hier, machen wir mal auf, das Waschbecken. Hier haben wir die Herdlösung, wo man nach oben klappen kann. Hier haben wir natürlich noch jede Menge Schubkästen, Stauraum. Hier haben wir den Kühlschrank, der hier drin ist. Auch der ist echt beachtlich groß. Der Vorteil von so einem Kühlschrank, wenn er einen Deckel hat, von oben zu bedienen, ist, die Kälte bleibt drin. Weil die Kälte fällt bekanntlich nach unten. Also echt eine tolle Geschichte. Dann haben wir natürlich hier unten auch noch Stauräume. Hier haben wir noch einen Stauraum. Und so weiter und so fort. Also echt alles in allem ein ganz, ganz tolles Auto. Ich persönlich bin, wenn ich hier so reinschaue, von der ganzen Optik echt begeistert. Weil ich finde ihn einfach schick. Ein schöner kleiner Camper, wo man wirklich was mit anfangen kann. Schauen wir mal nach hinten. Machen hier mal die Heckklappe auf. Auch hier Ablage, sprich Kammer zum Bett umbauen. Hammer. Hier noch ein Schrank. Genau. Hoppala. Außendusche. Machen wir hier mal auf. Hier haben wir die Außendusche noch. Da unten ist die Gaskartusche drin. Dann haben wir hier noch einen Riesenschrank für Stauraum und so weiter. Also er bietet wirklich viel, viel, viel Platz. Das ist echt erstaunlich. Finde ich richtig geil. Hintere Sitzbank auch mit Sitzheizung und so weiter. Also ich finde das Auto richtig schick. Sitzbank ist natürlich auch noch verstellbar. Hier kann man mal über die Sonderausstattung gehen, was da alles drin ist. Ich bleibe jetzt da nicht ewig drauf. Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken, dann kann man das dementsprechend lesen. Also er hat schon jede Menge Autarkpaket, Fahrassistenz, Bremsassistenz, klar. Dämpfungssystem, Airbag-Hold-Funktion,
Also alles, was das Herz begehrt, ist in dem Fahrzeug auch echt verbaut. Hier geht's weiter. Feststellbremse, bla 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 bla. Also echt tolle, tolle Ausstattung. Bin echt geflasht. Also muss ich sagen, ist echt eine tolle Sache. Hier ist die Keterschiene auch, wenn man hier ein Tuch einhängen möchte oder ein kleines Vorzelt einhängen möchte. Alles in allem ein richtig schönes Campingauto. Ich laufe nochmal drum rum. Für sein Alter auch echt gut gepflegt. Mir gefällt er gut und mir gefällt auch die Farbe sehr gut. Finde ich auch richtig klasse. Also nochmal ganz kurz, das Auto ist nicht von mir oder beziehungsweise nicht Miga Caravan, sondern wir geben das Auto einfach weiter, weil eine Kundschaft sich verändern will von uns. Wir haben gesagt, wir helfen, wir vermitteln, wenn da Interesse besteht. Hier haben wir Außenklappe für Wasser und Strom, wo man hier auffüllt. Mercedes-Benz-Felgen. Also alles in allem ein echt, ja, schon schönes Fahrzeug. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich selber durfte mal 2 Meter Probe fahren. Ich muss sagen, er hat auch ein sehr, sehr schönes Fahrgefühl. Mercedes, kann man sagen, ist wirklich so. Auch hier der Boden ist schick. Dann kann man hier ohne Probleme einfach die Bank verschieben. Das finde ich auch sehr praktisch. Hier haben wir dann nochmal die Verstellung von den Sitzen nach hinten, nach vorn. Also alles in allem echt toll. Hier unten haben wir nochmal einen großen Schub. Hier haben wir Elektrik. FI ist da drin, sehen wir. Und USB, 230 Volt Steckdose. Also echt top ausgestattet. Hier vorne die Polster noch total in Ordnung. Und für das kleine Campingerlebnis ist es wirklich eine tolle Lösung. Muss man ehrlich sagen. Auch hier, das ist schon schick. Also da muss ich sagen, ist schon Mercedes-like, hat sich schon gemausert. Macht richtig was her. Also wenn ihr dazu oder darauf Interesse habt, Marco Polo steht hier, kann besichtigt werden und natürlich auch gekauft werden. Verdunkelungsrollos an den Scheiben. Wie die funktionieren, ganz einfach. Da geht man hier hin. Ich lehne mich jetzt einfach mal rein. Oh, zack, zieht man die runter und kann die hier unten, sind die Laschen, dann entsprechend mit der Nase einhängen. Also auch eine richtig tolle Geschichte. Ist eh schon verdunkelt, aber wenn innen Licht an ist, dann kann hier keiner reinschauen. Auch da unten haben wir wieder Steckdose versteckt. Also echt durchdacht und ja, für 2 Personen so ein kleiner Wochenendtrip, viel Stauraum, macht das richtig Spaß. Hier nochmal eine Außendusche, da schalten wir die Pumpe ein und dann kommt hier das Wasser raus für den freien Bereich. Also ich muss sagen, richtig gut. Auch hier hinten haben wir einen Sonnenschutz und Isolierschutz, ihr seht's, ne? Damit die Wärme nicht so reindrückt auch, aber die Kälte. Also alles in allem echt ein richtig schönes Auto. Ich bin begeistert. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch, schreibt mir eine Mail oder kommt hier in Dinkelsbühl vorbei. Dann können wir es auch ganz genau inspizieren. Da oben ist die Matratze fürs Bett. Hier sind die Leuchten links und rechts, so Nachtleuchten. Man klipst die auf, stellt das Dach einfach aus und fertig. Also es funktioniert auch alles sehr gut. Würde ich dann auch natürlich alles vorführen und zeigen, wenn ihr Interesse habt. In diesem Sinn. Ist natürlich ein kleines Auto, darum fällt die Vorstellungsrunde auch ein bisschen klein aus.
technisch astrein in Ordnung, das Auto. Wenn ihr Interesse habt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, einfach bei uns melden. Ich finde, es ist ein tolles Auto, gut gepflegt. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail, ruft an, kommt vorbei. Er steht hier, wir sind jeden Tag da von 7 bis 17 Uhr und sind erreichbar, falls noch irgendwelche Fragen offen sind oder sonstiges. Ich freue mich drauf und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Micha.